Am vergangenen Mittwoch traf die zweite Mannschaft von Werder Bremen in der Regionalliga Nord auf den VfB Lübeck. Vor Ort war auch eine Abordnung von rund 200 Bremer Ultras anwesend, die sich das Treiben im Auswärtsbereich um die unbeliebte Lübecker Fanszene wohl mal etwas genauer anschauen wollten. So standen im Heimbereich die in schwarz gekleideten Werder Ultras mit weißen Schlauchschals und schauten sich das Spiel ohne jeglichen Support an. Die Ultras vom VfB Lübeck rund um UKL, die Halunken und Boys United flaggten hingegen wie gewohnt am Gästezaun an. Noch während des Spiels wurde dann auf Bremer Seite ein Spruchband emporgehoben mit folgender Aufschrift: All Cops are Bastards? Euer Freund und Helfer. Dabei wurden die Buchstaben C und A deutlich in der Farbe Blau hervorgehoben. Das sollte augenscheinlich eine Anspielung auf die Ultragruppe namens Caste Wes sein, welche eine enge Freundschaft zum Ultrakollektiv Lübeck pflegt. Um jetzt das Spruchband besser einzuordnen, müssen wir ein knappes Jahr zurückspringen. Im August Anfang der Saison gastiert Lübeck in Hildesheim und flaggt wie gewohnt an. Auch die Hamburger Gruppe CA ist mit dabei und platziert ihren Überhänger über der UKL-Fahne am Zaun. In der Halbzeitpause schafft es ein als Ordner getarnter Bremen-Anhänger, den Überhänger vom Zaun zu reißen und damit über die Tribüne zu flüchten. Erst kurz nach der Aktion bemerken die Lübecker den Vorfall und rennen dem Bremer hinterher. Kurz vor einem Trennzaun, wo bereits Komplizen zur Übergabe warteten, wurde die Person mit der entwendeten Fahne dann von der Polizei gestoppt und festgenommen. Den Überhänger der Hamburger Ultragruppe gab die Staatsmacht dann wieder an die Fans vom HSV, sodass diese letztendlich keinen Fahnenverlust erleiden mussten. Auf genau diesen Vorfall spielten nun die beim Spiel der zweiten Mannschaft anwesenden Werder Ultras in dem Spruchband an, dass der Überhänger ohne Mithilfe der Polizei längst in Bremer Händen gewesen sei. Um die Regionalliga-Partie in Bremen passierte jedoch nichts mehr. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.